Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 7. Staffel und der 57. Folge, heute in der Vorproduktion am 15.06.24. Bevor es aber losgeht, gibt's wie immer ein herzliches Dankeschön. Und zwar geht's heute nochmal an Commander Ghost Mahado, aka Scare. Der hat nämlich auch auf meinem Hauptkanal am 2.01.24 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 1326. Der liebe Scare verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns zurück bei unserem Halvor in Amprela Zwischenstation und ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. Also ich will nochmal revidieren, ja, nicht revidieren, ich will nochmal in Erinnerung rufen. Unser Hauptziel ist es ja, den da zu töten. Das ist unser Hauptziel. Und Sekundärziel, sein Imperium zu vernichten. Wieso habe ich mir den hier markiert? Weiß ich gar nicht mehr. Dann Komnos. Komnos. Ach so, dann sind die verwandt. Okay. Ja, gut. Ja, also das ist eigentlich Hauptziel und Sekundärziel. Neben Ziel Nummer 2 mehr oder weniger oder auch drittes Ziel ist es natürlich auch, wenn es geht, selber ein eigenes Königreich zu haben, wo ich wiederum eher der Meinung bin, nicht ein komplett eigenes, was jetzt momentan nur aus Tjall und Uruk-Sala bestehen würde, sondern eher, dass man rankommt an den Thron der Germanen. Um das wiederum zu schaffen, brauchen wir mehr germanischen Besitz definitiv. Beziehungsweise allgemein, das, was jetzt den Germanen gehört, müsste dann wiederum uns gehören. Aber wir haben ja da den Kompromiss in meiner Hausregel, dass ich gesagt habe, nein, ich will keinen Besitz haben, der keine germanische Kultur hat. Ja, es beißt sich alles so ein bisschen gegenseitig in den Schwanz, ihr merkt schon, ne? Heißt jetzt aber auch für mich, dass ich irgendwie dafür sorgen muss, mal ein bisschen die Spielmechaniken A, mehr zu verstehen und B, vielleicht auch mehr auszunutzen, also für mich zum Vorteil zu nutzen. Und wir haben ja hier dieses eine Thema, dass es ja auch, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal Omo angucke, eine Zustimmung der anderen Vasallen geben könnte, dass man zum Beispiel dem Ragina dieses Lehen entzieht und ich wiederum eventuell dann auch vorgeschlagen werde, selbst das Lehen zu bekommen. Um das wiederum zu steigern, glaube ich weiß es nicht zu 100%, aber ich glaube, es hängt zum einen mit dem Clan-Level zusammen, obwohl er hat Level 5, nee, okay, dann passt das schon mal nicht mit meiner Vermutung. Okay, aber das andere ist dann halt, wenn einer zu viel bekommt vielleicht oder zu wenig dafür geleistet hat oder vielleicht sogar bei den anderen in Missgunst steht, was ja auch wiederum mit seinen Charaktereigenschaften zu tun haben könnte und mit seinen Handlungen zu tun haben könnte, die ich gar nicht mitbekomme. Also es kann auch sein, dass die anderen Clan-Oberhäupter ihn überhaupt gar nicht mögen und dass deswegen hier noch viel mehr drin steht an Zustimmung. Denn wenn wir uns mal die anderen angucken, dann sind wir da bei 10 und 0%. Also da komme ich nicht vorwärts mit dieser Methodik. Warum auch immer. Ich kann es hier auch gar nicht anbieten. Wieso? Achso, war herrschender Clan. Ah, ja, stimmt, logisch. Uzi. Hallo Uzi. Dem kann ich es nicht wegnehmen. Blöd. Andererseits wiederum haben wir ja auch noch Fraktionen. Hier haben wir Baltingguts, also Clan Baltingguts. Das ist nicht seiner. Wer ist denn Clan Baltingguts? Wer ist denn da der Anführer? Waldi! Hallo Waldi, mein bester Freund! Herrscher von Vladiv, Beiterkant und Amprela, also genau unser Nachbar auch noch, was natürlich wieder wie Arsch auf Eimer passen würde. Und der wiederum wollte nochmal was erreichen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Abspalten. Ja, Sezession. Abspalten. Okay. Ich könnte dieser Fraktion joinen, dass wir uns abspalten, aber ich befürchte, dass dann wiederum zwei Königreiche entstehen würden. Befürchte ich. Denn er will sich ja mit seinem Besitztum abspalten. Ich würde mich dann auch mit meinem Besitztum abspalten wollen. Weiß ich nicht, wie das wirklich funktioniert. Das wäre eine Notlösung. Aber um hier wiederum überhaupt erstmal die militärische Stärke zu erreichen, die wir benötigen, bräuchten wir natürlich A, auch ein bisschen mehr Land und B, auch mehr Truppen. Wir sind ja schon dabei, hier nochmal die Juppa und den Ansu zu trainieren ein bisschen und ein bisschen auszurüsten.
dass sie halt generell auch erstmal eine vernünftige Stärke bekommen als Anführer einer eigenen Truppe, die ich dann wiederum natürlich auch in meine Armee rufen werde. Beziehungsweise ich könnte sie auch zur Not irgendwo nochmal als Statthalter einsetzen. Allerdings bin ich weiter nicht gewillt, fremde Kulturen zu nehmen. Was ich jetzt aber probieren möchte, ich werde jetzt meine Armee gründen. Also noch mehr. Jetzt mal ernsthaft. Also nicht nur die zwei, sondern auch mal ernsthaft. Ich rufe mal Bovan dazu, ich rufe mal Ragina dazu. Genau der Ragina, der Besitzer von Balgard ist tatsächlich, ja? So. Die sind innerhalb von einem Ingame-Tag da und wir versuchen jetzt das nördliche Imperium zu vernichten, indem wir ihn auch mit Zea wegnehmen. Wenn ich richtig gesehen habe, haben sie auch keine Burg mehr. Ja, wir müssen immer noch aufpassen, dass der Gigant Commodus immer noch geweckt wurde, dass er immer noch weiß, dass wir noch leben und dass wir den Germanen angehören. Da muss ich immer noch vorsichtig sein. Aber jetzt gehen wir mal kicken. Mein Ziel ist es jetzt, Mycea zu erobern und dann mal gucken, was passiert, wenn ich das Ragina zuspiele. Also falls das gehen sollte. Ich meine, wenn er gleich hier mit dran teilnimmt an der Belagerung, müsste er ja rein theoretisch in der Auswahl stehen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis ist das natürlich blöd, dass wir hier halt mehr als drei Charaktere haben. Aber nur drei Leute vorgeschlagen werden können. Sieht übrigens gar nicht so gut für uns aus, wie ich gerade merke. Es sind einfach... Oh, wow. Okay, das sehe ich ja jetzt erst. Es sind einfach mal 1000 Verteidiger. Ja, Lukus, Tasinor, alle hier drin, aber haben nicht viele Truppen, ne? Aber die Garnison ist 400, Miliz 400, okay. Ja gut. Vorteil ist natürlich, sie sind alle hier drin. Ja, wer hätte es gedacht? 5 Tage. Von daher, ja bestimmt. Die Kosten, ein Lehen zu entziehen, wird verdoppelt. Waldi, warum? Aber dafür Einflusspunkte plus. Toll. Alles stimmt dafür, außer Uzi. Und gegen Uzi kann man natürlich nicht diesen Antrag stellen. Aber er wiederum kann den Antrag stellen. Er könnte Waldi das wegnehmen, ne? Ragina auch, ja. Nee, also ich stimme da jetzt nicht für. Da spare ich mir lieber die Einflusspunkte. Was heißt das jetzt für uns im Endeffekt? Moment, wir müssen es erstmal berechnen lassen. Feudalerbe 0,6 plus bei uns. Okay, na gut. So. Okay, wir probieren es mal mit dem Runterhungern, mit dem Aushungern. Denn der Gegner hat ja hier eigentlich nichts mehr. Solange jetzt halt das westliche Imperium mir dann nicht irgendwo nochmal in die Grätsche kommt. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal dafür gesorgt, dass wir ausgeglichen stark sind. Ja, Türmchen, Bocki. Danach Bliede. Aber die Bliden stelle ich erstmal in Reserve und wir hungern sie erstmal runter. Es sind jetzt noch 4 Tage. Die verbrauchen aufgrund der Tatsache, dass sie halt so viel Garnison Miliz haben und noch ein paar Zusatzverteidiger, verbrauchen sie auch recht schnell. Und ich sehe, wir sind schön schnell am Bauen. Das gefällt. Es wäre natürlich noch toll, wenn wir noch einen Attributspunkt und Fokuspunkt bekämen. Denn ich habe gesehen, wir brauchen dringend noch einen Attributspunkt, eine Intelligenz. Denn unser Lernlimit sowohl bei Vogt als auch bei Baukunst ist schon fast erreicht. Sodass wir dann dadurch viel langsamer lernen würden. Oh, Uzi hat eine Armee ausgehoben, okay. So, was ich jetzt natürlich nicht vergessen darf, ist, ich muss jetzt wieder den hier machen. Ah, nee, wir bauen doch relativ langsam. Es sah nur so aus. Also, kann es sein, dass wir irgendwelche Perks haben, die halt dafür sorgen, dass wir solche Nicht-Fernkampfbelagerungsgeräte deutlich schneller bauen? Ich habe langsam das Gefühl. Ihr habt mir halt schon sehr oft geschrieben, dass ich auch mal aushungern soll. Ich habe es früher in den Staffeln sehr häufig probiert. Es ging immer schief, beziehungsweise es hat eigentlich nichts gebracht. Aber das war halt noch auf einer anderen Spielversion. Das war auf einer älteren Spielversion. Von daher habe ich da keinen persönlichen Erfahrungswert, dass es wirklich gut funktionieren würde. Und allein jetzt schon wegen der... Wo kommst denn du her? Geh mal weg. Allein jetzt schon wegen der Tatsache, dass wir ziemlich ausgeglichen stark sind hier, wäre es natürlich schon von Vorteil, wenn ich entweder die Miliz oder die Garnison komplett aus dem Spiel nehme. So. Und zwar noch bevor ich den Beschuss beginne.
Nur noch ein Tag. Da müssen wir mal auf die Anzahl der Truppen hier achten, glaube ich. Wie gesagt, ich will die erst runterhungern, dann fange ich mit dem Beschuss an. Was ist jetzt los? Eine Rebellenfraktion hat sich gegründet. Sie wollen Uzi absetzen. Ach, was? Aro Grimmingatz. Kenne ich gar nicht den Clan. Aro? Von Tovir. Burg Takor besitzt er mehr nicht. Okay. Der scheint sich das ja auch nicht verscherzt zu haben mit dem Cheffe. Ein Turnierspieler, Beiterkant, Omor, Vanuvarpol, Marunot, das muss ein frischer neuer Clan sein. Ah, Entschuldigung. Es gibt ja so eine Mechanik, dass halt die Clans innerhalb einer bestehenden Fraktion nicht aussterben. Wodurch dann halt Leute, wenn sie gerade frisch erwachsen werden und so, dass sie halt einen neuen Clan gründen. Aber hier auch Kisha, Galik. Wir haben auch überall null Verhältnis. Ne? Also das muss ein frischer neuer Clan sein. Und vom Name her ist das halt auch ein germanischer Clan. Der ist frisch gegründet, würde ich behaupten. Was ist eigentlich Share of Kingdom, Ralph? Wait a minute. Clanstärke? Moment mal. Ist das vielleicht das, was wir brauchen? Ach, und die andere Fraktion hat sich aufgelöst. Lol. Hier ist die Clanstärke tatsächlich. Ne, ich werde da nicht mehr. Moment mal. Hüter des Felsens? Kann ich das von hier aus mir angucken? Nee. Dank der einen Mod, die ich ja habe, die mir die erweiterte Enzyklopädie-Anzeige gibt, steht ja hier die Clanstärke. Ich glaube ich zumindest. Es kann nur sein, dass das im Vanilla so ist. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber was ich sehe ist, ich habe eine Stärke von 1479. Eine Clanstärke. Wenn ich jetzt also Gedankenspiele reinmache, kommen wir hier auf 1000, naja, fast 2000 kommen wir hier. Und das reicht natürlich überhaupt nicht, wie ich hier sehe, ne? Aber das ist gut zu wissen, wo das steht. Okay, gut, weiter geht's. So, Tag 0 ist erreicht. Es sind noch 934. Die Moral war kurzzeitig am Sinken. Ah, jetzt fängt es an, dass sie weniger werden. Moral sinkt. Moral sinkt. Oh, jetzt macht's böse Aua. In der Garnison auch noch. Sehr gut. Sehr gut, dass ausgerechnet die Garnison weggeht und nicht die Miliz. Ich meine, selbst dann 400 Milizen sind natürlich auch nicht ohne. Darf man nicht unterschätzen. Hat man ja schon oft genug erlebt, dass wir von denen verprügelt wurden tatsächlich. Oh, schön niedrige Moral beim Feind. Wir werden halt auch schön in Ruhe gelassen, weil das westliche Imperium kümmert sich gerade nur um die westlichen Geschichten. Die haben ja so gut wie nichts mehr. Ah, noch 100 Garnisonen, noch 50 Garnisonen. Ich glaube, wir können jetzt langsam mal anfangen mit dem Beschuss. Echt gut, dass das funktioniert mittlerweile. Also sorry nochmal für alle, die es getriggert hat, dass ich das bisher nie gemacht habe. In den letzten Staffeln, in der älteren Spielversion, die wir gespielt haben, hat das nie so gut funktioniert. So, damit sind die Mauern leer. Will ich Breschen oder will ich Türmchen? Nee, ich glaube, ich will Türmchen. Wir speichern mal vorher. Ach siehst du, ich habe ja noch nicht mal... Eieiei, das wäre fast schief gegangen. Denn jetzt ist natürlich die Frage nicht nur, wie viele Verluste machen wir, sondern auch noch, wie kriege ich es vielleicht hin, dass Oleragina das Ding bekommt, ne? Das ist ja gefühlt immer so ein bisschen Zufallsmodus. So, ein Angriff führen. Es gibt ja zwei Methoden, wie wir das machen könnten. Einmal direkt nach der Eroberung sagen, nee, gehört jetzt mir und dann verschenke ich es wieder. In der Hoffnung, Ragina wird vielleicht vorgeschlagen. Ach du Scheiße, wo sind wir denn hier gelandet? Und die andere Methodik ist natürlich, den normalen Weg zu gehen, ne? So, Türmchen hier und ich würde behaupten, Türmchen da, ne? Aber wie kommt der hier durch? Nee, hier wird noch ein Türmchen ran gehen. Ja. Das ist aber
Das ist aber eine schöne Stelle hier, muss ich sagen. Schön weit hinten. Ich glaube, ich bin dann schon eher dafür, vor allem durch die Tatsache, dass wir so schön viele Bogenschützen diesmal haben. Das war zum einen mal hier auch sagen 50-50. Zum anderen, dass Balduin und ich uns um die rechte Flanke kümmern, zuzüglich mit der KI. Ihr bekommt eine Unterstützung, ihr bekommt eine Unterstützung. Und Heilruhen. Nee, die anderen sollen ruhig mal selbstständig machen. Aber Baldwin und ich, wir werden uns mal hier auf die rechte Flanke ein bisschen mit konzentrieren. So, welchen Trupp hatte ich jetzt? Verdammt. Den Trupp hier. Lose Formation. Ach, dass ich ihnen nicht sagen kann, bemannt die Schutzdinger hier, ne? Das ist ein bisschen schade. So, kommt mal vorwärts, Jungs und Mädels. Dann schießen wir mal schön die Mauern da oben leer, wenn es geht. Und Heilrun macht deine Aufgabe gut, du musst schön leveln. Oh, zu niedrig. Apropos Heilrun, war sie das gerade? Nee, war sie nicht. Hat da bloß eine ähnliche Frisur. Ach, komm schon! Gibt's doch nicht! Oh, einfach daneben? Ja, natürlich dann nicht. Okay. Wir gehen noch weiter vor. Sie besetzen die Mauern so gut wie gar nicht. Das kann jetzt unser Vorteil sein. Baldwin steht übrigens gerade absichtlich noch ein bisschen weiter hinten. Der soll dann erst als zusätzlicher Druck auf den Belagerungsturm mit auftauchen. Ich sehe nichts. Hör auf! Geh weg! Schön. Ja, damit haben wir schon mal die ganze rechte Flanke leer gefegt. Wo bleibt Türmchen? Türmchen lässt sich Zeit. Oh, dein Ernst? Er schießt einfach daneben. Also, wenn er was kann, dann ist es daneben schießen. Also, ich. Was? Ist der gerade ausgewichen? Oder einfach schon vorher gestorben? Mist. Eine Leiche erschossen. Geht doch. Ja, er holt seine Reserven aus dem Turm raus. Das ist, was ich wollte. Na, Mist. Dass die dann nicht oben drauf hocken. Sich vielleicht auch wieder irgendwo reinglitschen durch den Nahkampf, der noch kommen wird. Na. Was ist denn heute los mit mir? Ich werde geschubst. Hilfe! Ach so, der Turm ist da. Okay, Baldwin. Mal nach vorne. Guck mal, schau. Oh, was? Ah, wir haben wieder die Höhenbegrenzung hier, wa? Ah, nee, es würde gehen. Okay, das wäre ein Treffer gewesen, wäre da nicht die Mauer am Weg gewesen. Ich sehe nichts. Boah, ist das dämlich, ne? Ah, jetzt verschwenden wir einiges an Speere auch. Was? Der Stott. Ah, jetzt machen die Speere schon mehr Sinn, jetzt wo die Nahkämpfer da stehen. Ich sehe nichts! Oh. Okay, Baldwin, ran an den Turm. Es funktioniert! Oh mein Gott, ich bin so happy! Das ist ja je nach Karte ziemlich verbuggt. Also je nach Festung, die man gerade belagert, ist das ziemlich buggy. Mal klappt das wunderbar, so wie jetzt. Dass ich einem Trupp sage, ihr sollt diesen Turm hier besetzen, beziehungsweise darauf gehen. Und mal funktioniert es überhaupt nicht. Obwohl ich da langsam aber sicher das Gefühl habe, es hängt damit auch zusammen, nicht um welche Karte es ist, sondern vielleicht auch. Was? Wen habe ich da getroffen? Sondern vielleicht auch einfach, ob das Ding schon durch die KI besetzt wurde oder nicht. Na? Gib mir die Fuß! Na, das war die Schild. Ich will die Fuß. Geht doch. Oh, was machst du denn da? Na.
bisschen unseren Jungs hier helfen, wenn es geht. Sieht doch gut aus. Und der nächste, der einfach vom Turm springt. Ja. Turmspring-Olympiade in der Antike. Wer hätte es gedacht? Wir haben es erfunden. Die Schweizer. Nee, Moment, wir sind Germanen. Ich glaube, Halbo hat so langsam aber sicher eine Identitätskrise, wenn es so weitergeht hier. Schönes Ding. Wie sieht es da hinten eigentlich aus? War das für ein Freund? Okay. Ich denke, wir können so langsam mal hier hoch. Wer seid ihr eigentlich? Ach, ihr seid der Trupp, aber warum geht ihr nicht richtig hoch hier? Baldwin, hoch da jetzt! Mann, du hältst den ganzen Verkehr auf. Beweg dich. No. Ist jetzt selber. Ah, Hilda und Heirun haben immer wieder ein paar Kills dabei, wie ich immer wieder mal rechts oben sehe. Das gefällt. Das gefällt sehr gut sogar. Sind wir überhaupt schon richtig drauf? Irgendwie staut sich hier alles. Ach du Heilige. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Ich habe sogar schon eine Verstärkungswelle bekommen. Okay. Den Befehl jetzt hier nicht durch, wa? Hm. Moment. Das liegt einfach nur gerade an der Steuerung. So, ich möchte, dass ihr hier rauf geht, bitte, ja? Ah, jetzt kommen sie auch wieder die Leiter hoch. Sehr schön. Ja, weiter, Jungs, weiter. Drücken, schieben, pressen. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Wir werden es erfahren, sobald ihr mal weiter presst und schiebt und drückt. Ich habe wieder diesen kleinen Bug drin, dass ich jetzt dauerhaft leuchte mit diesem Rahmen. Ich bin jetzt ein kleiner Leuchterhalbohr. Ja, komm schon. Gut. Haltet die Stellung, Jungs. Ich gehe mal gucken, was im Turm los ist. Hier schon mal nichts mehr. Nach unten geht's ja nicht, oder? Oh doch, es würde gehen. Hallöchen! Und tschüss. Wenn ich wenigstens auch die Umgebung erhellen würde mit meiner komischen Aura hier. Okay, hier ist leer gefegt. Gut. Dann nehmen wir mal gucken, wo wir den nächsten Schabernack anstellen können. Ich hoffe, hier unten ist keiner. Ich könnte aber da hinten raus. Das wusste ich gar nicht, dass es da auch einen Ausweg gibt. Oh Gott. Die ist immer so blendet, ne? Ach, wir sind schon durch. Ich wollte gerade die nächsten Befehle geben, okay. Ja gut, dann gucken wir mal, wie lief die andere Front. Das lief deutlich besser. Die liegen nicht so viele von uns rum. Ja, auch ein paar, aber halt nicht so viele. So hat man dann hier hinten Fenster eingerichtet. Und für die Symmetrie, oder? Oh. Ah ne, ich dachte gerade schon, die hatten was zum Schmeißen, aber nee. Das sind unsere Geschosse, die hier gelandet sind. Ja, wunderbar, Bärchen. Ach, wir sind sogar durchs Tor durchgekommen. Gut zu wissen. Ja, hier hat es am meisten ihr Kleid, glaube ich. Aber auch nicht so viele von unseren Leuten, ne? Ja gut, logisch. Wir haben halt in Anführungsstrichen nur gegen Miliz gekämpft. Wir haben gleichermaßen fast nur Elite-Truppen in meinen Trupps dabei. Die machen dann schon böse Aua. So, insgesamt 73 Verluste. Dafür, dass wir jetzt eine Stadt erobert haben, ist das definitiv perfekt. Clan Blutbefreiter, ha? So, Gefangene nehmen wir erstmal mit. Bogenschützen haben wir ein paar verloren, offensichtlich. So. Ja, wow. Mensch, wow. Was habe ich erwartet bei einer Stadt, die ich gerade noch ausgehungert habe, dass dann da noch 100 Getreide drin liegen? Wow. Ach ja, siehste. Den hier wollte ich mal entsperren, der wird verkauft als nächstes. Einfach wegen der Tatsache, es macht keinen Sinn, darauf jetzt zu warten, dass Heilrun irgendwie Bogenschießen 270 oder so ähnlich bekommt
Wo ist ein Bogen? Ja, sie ist erst bei 52. Das dauert noch in-game Jahre gefühlt. Und zweitens, selbst dann levelt sie wieder nicht weiter, wenn ich ihr den hier gebe. Deswegen, es macht mehr Sinn, wenn ich ihr bloß noch Bögen gebe, wo auch wirklich erforderliche Bogenstufe drin steht, damit sie halt auch weiter levelt, während sie nach und nach einen besseren Bogen bekommt. So, ja, gut. Was? Hä? Was ist denn das jetzt? Moment mal, hä? Jetzt sind die Clans im Krieg mit uns? Was? Die einzelnen Clans haben uns jetzt den Krieg erklärt. Was? Das ist mir neu. Das kannte ich noch gar nicht. Ich dachte, jetzt kommt Fraktionsvernichtet als Video. Uff. Ja, was wir jetzt nochmal machen, ist nochmal speichern. Machen wir mal Lehensvergabe. Natürlich plündern wir. Ich lehne es jetzt mal ab und warte mal darauf, was passiert. Wer denn vorgeschlagen wird. Wenn Ragina gar nicht vorgeschlagen wird oder jemand anderes, wo ich sage, okay, der besitzt auch ein Lehen, wo ich sage, das hätte ich selber gerne für mich, wo ich dann auch den Antrag stellen kann überhaupt, müssen wir gucken einfach. Achso, hier sehe ich ja gar nicht, mit wem wir. Hä, das sind keine Fraktionen. Also das nördliche Imperium an sich existiert nicht mehr. Aber wo zum Geier ist das Video, dass wir die Fraktion vernichtet haben? Ah, jetzt. Da oben kommt es. Ach so, und jetzt sind die automatisch mit uns im Krieg? Jetzt können wir nur hoffen, dass sich die Clans, die dem nördlichen Imperium angehörten, sich anderen Imperien anschließen. Vielleicht sogar auch dem südlichen Imperium, die dann wiederum gegen das westliche kämpfen, sodass Commodus geschwächt wird. Wäre ja auch eine Option. Oder aber sie schließen sich einfach Commodus an, weil er die stärkste Partei ist hier. So, was ist hier los? Wer in was? Juppa, in gleich zwei Sachen. In was? Stangenwaffe? So, ja, sie hat, ja, sie soll ja reiten lernen. Kampfbewegungsgeschwindigkeit, Alternativtrefferpunkte. Nee, dann lieber die Bewegungsgeschwindigkeit. Okidoki. Ach, ich glaube, ich habe was vergessen, ne? Ich glaube, ich habe was vergessen. Und zwar, dass ich ja doch Ausrüstung immer erstmal wieder mitnehmen wollte. Ach nee, stimmt. Sie hat ja schon außer Beine. Ja. Ja, gut. Müssen wir uns mal umgucken immer wieder. Okay, das Ding ist jetzt erstmal durch. Wir warten einfach mal. Obwohl, ich kann auch hier in der Festung warten. Ja, stimmt. Bis dann die Abstimmung kommt, wer Mycea bekommen soll. Wenn Ragina gar nicht erst vorgeschlagen wird, lade ich neu und dann probiere ich es mal, indem ich sage, okay, ich übernehme das selber und verschenke es dann. Also, stell's wieder zur Wahl. So, jetzt gehe ich los hier. Stimmt ab und jawollo! Ich krieg's nicht hin! Sie wollen's mir geben! Auf! Aber guck mal, weil die zwei dabei waren, werden sie vorgeschlagen. Ist ja auch interessant.
Das sind doch Vashorki und Ragina, ne? Wartet mal. Ach nein, Bovan! Ich hatte Bovan gerufen. Stimmt, es war Bovan, nicht Vashorki. Wie kam ich auf Vashorki? War der in der Nähe? Keine Ahnung. So, gut, ist aber nicht das, was ich wollte. Deswegen sage ich jetzt hier, wir verschenken. Jetzt wird er vorgeschlagen und ich krieg die Mehrheit hin. So, damit hat das. Und jetzt ist die Frage. Nein! Mist! Ich habe gehofft, dass dann die anderen sagen, nee, der hat jetzt zu viel. Shit. Ja, und ihr seht, na, jetzt kostet es wirklich 400 Punkte statt 200 Punkte. Was natürlich wegen dem feudalen Erbe so ist. Verdammte Axt, ey. Die ganze Mühe umsonst. Mann. Okay, ganz umsonst nicht, sondern einfach, wir haben dafür gesorgt, dass Commodus es nicht bekommt. Beziehungsweise, dass Uzi es nicht bekommt. Denn Uzi ist ja mittlerweile eventuell auch nicht ganz so der Lehnsherr, den wir uns wünschen. Nanu? Die sind stärker geworden. Hä? 1201. Es ist nur ein Clan hier drin. Wieso ist die Fraktion so stark? Wenn die Clanstärke nur bei 494 liegt. Alles Fragen über Fragen, die wir heute nicht mehr klären, denn die Folge ist schon vorbei. Ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!